Es tut weh. Bam. Und es wurde ja auch gesagt, ich soll auf jeden Fall nicht mehr singen im Let's Play, weil sich das scheußlich anhört. Ja, ich weiß, dass ich das scheußlich anhört, deswegen mache ich es ja. Das ist ja gerade der Grund dabei. Aber ich werde natürlich mich zusammenreißen und das nicht allzu oft machen. Das, jetzt habe ich überlegt, ob ich gleich anfange, aber ich will euch da ja nicht allzu sehr, das restliche Stück Gehirn, was ihr hier in dem Let's Play noch behaltet, irgendwie so, wenn das überhaupt der Fall ist, aus dem Hirn pulvern. Also von daher, ich, versuche mich da ein wenig im Zaum zu halten. Im Zaum zu halten, so. So. Flup. Die Mucke ist voll geil gerade, die macht voll Bock. Das wollte ich eigentlich auch gestern schon aufnehmen eigentlich. Eigentlich. Aber ja, dann kam viel dazwischen. Das werde ich auch noch bei der Forest merken. Es wird nämlich zu Forest jetzt nicht mehr nur noch das Survival Let's Play mal normale geben, sondern es wird auch noch zusätzlich am Wochenende jetzt immer ein anderes The Forest geben. Es wird also in der Woche jetzt ein normales The Forest geben, wo wir survivalen oder auch sterben, je nachdem wie gut ich bin. Also sterben. Und am Wochenende wird Multiplayer-Action angesagt sein. Da werdet ihr euch hoffentlich darauf freuen. Ich hoffe mal sehr, dass das gefallen findet. Denn zweimal The Forest Let's Play rausbringen wäre mir jetzt zwar nicht noch... Also erstens wäre es mir zu viel, glaube ich. Da müsste ich bei beiden The Forest nur noch 15 Minuten machen, was ich nicht gutheißen kann. So mache ich am Wochenende 30 Minuten Folgen und in der Woche so 20 Minuten Folgen. Und zudem... Hier sind irgendwie Endermänner dran gewesen, habe ich so das Gefühl. So, warte mal. Flup, flup, flup. Flup, 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 flup. Und zudem, wo war ich jetzt? Irgendwas wollte ich sagen. Hochladen wäre Schwierigkeit, aufnehmen. Ja, hochladen wäre sowieso die größte Schwierigkeit. Und ja, da dachte ich mir, das ist eine gute Mischung. Da kann man dann einfach mal am Wochenende ein bisschen abspannen vom normalen Let's Play. Und zudem ist, ach genau, und zudem ist natürlich mega krass, dass ich kann nicht 6 Folgen, ich kann nicht 6 Let's Plays am Tag hochladen. Das ist zwar vom rein logischen möglich, dass das geht, und ich meine, vielleicht würden sich der ein oder andere auch freuen, wenn zweimal der Forest am Tag kommt, aber das Problem ist ganz ehrlich, ab einer gewissen Anzahl von Let's Plays wird es einfach unübersichtlich. Da macht es einfach keinen Spaß mehr zu schauen, weil wenn da am Tag 5-6 Let's Plays rauskommen, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum viele größere Let's Player gar nicht so viele Let's Plays raushauen. Wenn am Tag mega viele Let's Plays rauskommen, dann hast du da irgendwann gar keinen Bock mehr zu schauen, weil du total die Übersicht verlierst. Wenn du jeden Tag, also sag mal, du hast die Upload-Liste eingeschaltet, jetzt nur mal ein Beispiel, und am Tag kommen 7 Let's Plays. Das würde ja heißen, du siehst zum Beispiel ein Let's Play gar nicht in der Upload-Liste in der frischen, weil das von den anderen 6 ja schon verdrängt ist. Das wäre totaler Schwachsinn. Und ich glaube, deswegen haben viele große Let's Player, das habe ich mit sich weiß ich nicht genau, die kam mir gerade eben erst. Ich denke mal, dass gerade deswegen viele Let's Player nicht mehr als 5 LPs oder so hochladen, weil es dann zu unübersichtlich wird. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn es nicht so ist, dann schlagt mich. Das macht er sowieso immer. Wir schlagen dich doch gar nicht. Ja. Okay. So. Das hier müssen wir auch nochmal irgendwann nennen, diese komische Erdwand hier, das muss alles noch behoben werden. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen, genauso wie da. Da müssen auf jeden Fall noch Verbesserungen her, dass das auch schön aussieht. Verzierungen in die Mauer rein, irgendwas, ich weiß es noch nicht genau. So, komm mal her, Dude, dich nehme ich mit. Okay, sag mal, wir machen das so, dass wir... Was war denn das jetzt? War das nicht gerade... Hä? Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe das Gefühl, das war gerade die drüben, das Inventar, oder war ich jetzt irgendwie besoffen? Ja, du warst besoffen. Okay. Na gut. Wir haben jetzt so, okay. Dann könnte man noch sagen. Oder so vielleicht? Warte mal. So vielleicht? Nee, das ist ja auch zu weit schon. Wenn man sich sagt, das hier raus und hier die Treppe rein. Dann könnte man ja... hier das wegnehmen. Das sieht man dann eh nicht mehr, wenn die Treppe einmal da ist.
kann man ja hier eventuell kleinen Momento das Steinchen hinziehen. Sieht das aus? Dann müssen wir natürlich das ja auch noch alles wegziehen, gell? Weil das hier komisch aus. Da ruft er an, das habe ich gar nicht angekündigt. Das habe ich vergessen anzukündigen. Ja. Hallöchen! Na. Na, du Kleiner. Ich habe vergessen, dich anzukündigen vorher. Also, meine lieben Freunde, ich habe mit dem Wolke geschrieben, da er meinte gestern, dass er Zeit hat. Wenn er denn Zeit hat, dann kann er doch einfach mal anrufen und im Minecraft-Display vorbeischauen. Hast du Zeit? Bisschen, ja. So 3-4 Stunden so? Nein, natürlich nicht. Zu viel Zeit habe ich. Ich habe überlegt, dass ich bis 15 Uhr aufnehme ungefähr. Ja. Dann machen wir die Musik mal ein bisschen leiser, wenn der Wolke dabei ist, weil wir wollen nicht, dass die Musik wichtig ist als der Wolke. Zumindest will ich das nicht öffentlich zugeben. So. Na, danke. Na, danke. Ja, da ist der Wolke jetzt dabei. Wir haben gerade darüber geredet, dass ich im The Forest Let's Play ein kleines Special geplant, also was kleines Neues geplant habe. Würdest du das mal anschauen? Gerade dich möchte ich nämlich auch um Interesse bitten, das mal zu schauen, weil deine Meinung ist mir auch sehr wichtig. Es geht nur 2 Minuten das Video, glaube ich, oder anderthalb. Nicht mehr anderthalb. Ich glaube eine Minute 19 oder so. Das ist. Ja, genau so kriege ich meine Views. Ich sag dann dem Wolke, ey Wolke, heute guckst du das Video mal 10-mal, das da 7-mal und das da 5-mal, dann sieht das aus, als hätte ich Views. Genauso ist das nämlich. Nee, ist wirklich wichtig, weil gerade der Wolke, der ist ja hier an der Wochenend-Action beteiligt, von der ich gerade gesprochen hatte. Oh mein Gott, du spoilerst ja. Und der muss dann natürlich wissen, was da Bescheid ist. Und ich finde immer noch, dass entweder du zu leise oder die Musik zu laut ist. Ich weiß nicht warum. Ich kann ja mal schauen, ob der jetzt für mein Mikro irgendwas verstellt. Was? Nein, ich bin mikrofontechnisch eigentlich ganz hochgeschraubt. Ganz hoch mit dabei, meinst du? Dann tue ich dich mal hier lauter stellen. Bei Wolke ist das immer super mit der Einstellung und so. Eigentlich könnte man ja theoretisch auch über Teamspeak labern, oder? Was meinst du? Könnten wir machen, nur dass wir gestern gesagt, dass es bei dir wahrscheinlich internettechnisch. Ja, wenn wir zusammen aufnehmen, dann ist das, geht das nicht, aber wenn wir nur reden, dann ist das kein Problem, weißt du? Achso. Weil ich ja Minecraft aufnehme, da brauche ich kein Internet dafür. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz Teamspeak auf. Boah, das hier mitten im Let's Play, das ist ja mal wieder voll professionell. Oder wie's. Schau, wie ich das hingepackt habe. Na gut, dann würde ich sagen, beende ich ganz kurz mal Steam und dann sehen wir uns gleich wieder, okay? Ja. Ja, Steam beenden. Da habe ich ihn schon rausgekickt. Da wollte ich gerade noch was sagen und jetzt habe ich ihn rausgekickt. Na, connected. Super, da sind wir connected und auf den Channel switched. Und dann muss ich gleich noch eine Wolke reinziehen, wenn ich ihn sehe. Das, obwohl ich könnte eigentlich auch. Channel switch. Ich gehe mal in den Stream-Channel, da sieht er mich. Okay, ja, ist natürlich wieder professionell hier mit dabei. Aber warum nicht? So eine kleine Unprofessionalität ist immer auch schön in meinen Let's Plays, weil das erkennt man einfach wieder, dass ich's bin. So, ich fange gleich mal an mit Verzierung. Wir wollen ja nicht knausern diesmal. Wir wollen ja schön was höflich. Genau. Wir wollen was Höfliches hier hinzimmern. Bist du Netzstein? Nein, ich bin voll der Akrostein hier. Akrostein. Hä? Die Fehler habe ich ja drüben auch schon gemacht. Na, Junge. Akrostein. Hau doch mal den Akrostein klein. Das komme ich hier. Ich komme hier mit der seltsamen Belegung von den Items nicht zurecht, weil ich meine Spitzhacke immer auf 2 habe. Deswegen war das gerade sehr seltsam. Okay. Und hier machen wir jetzt 1, 2, 3, 4. Und da sollte man rein theoretisch auch nicht reinfallen, gell? Ne, da fällt man nicht rein. Okay, da fällt man nicht drauf rein. Haha, witzig. Dann würde ich da. Dann würde ich da direkt mal sagen, dass da was Weißes hinkommt. Also nicht weiß, sondern dieser Stein hier sollte da mal hinkommen. Damit hier noch so eine kleine Abwechslung drin ist. Da müssen wir sogar noch mal runter. Und es wird gerade Nacht.
Aber eigentlich, ich merke gerade, hier sind gar keine Monster. Das heißt, wir können auch in der Nacht weiter bauen. Also stürzt mich gerade gar nicht. Ich dachte, wir gehen nachts rein wegen Monster, dass die hier nicht so rumrennen und uns alles wegbomben oder so. Ihr wisst das ja, wenn Skelette in die Luft fliegen und alles in Luftbomben oder Creeper auf die schießen, da ist, was ist das denn für eine Musik? Irgendwann kenne ich das. Ich weiß ja nicht mehr. Ach ja, hier haben wir noch ein bisschen Stein. Nur so ein kleines bisschen. Plupp. So, super. Huch, komm her. Gut, dass wir so viel Steine haben. Wir müssen auch mal wieder im Nether rein. Der Nether ist momentan so unwichtig geworden, weil wir halt diese Erkundungstour meist über Land hinherziehen, weil wir ja über Land was finden wollen. Deswegen ist der Nether so unwichtig geworden momentan. Ich fände es cool, wenn der Nether wieder wichtiger wird, wenn da irgendwas Wichtiges drin wäre. Ist klar, es gibt jetzt das Quarz und so, aber das Quarz ist ja nicht wichtig. Ich meine, erstens mal brauchen wir das Quarz meistens sowieso nicht, weil wir ja keine neumodischen Gebäude bauen. Obwohl ich das Quarz auf jeden Fall verwenden möchte. Da muss ich da mal schauen. Ist der jetzt irgendwie, schafft er das nicht, da reinzukommen oder? Ach, da ist er doch. User was moved to your channel. Kamst du nicht in den Channel rein oder was war jetzt? Nein, der war ja gesperrt. Ach, der, der ist auch gesperrt. Oh, jetzt bist du schön laut. Oh, das gefällt mir. Mm. Also ich war gerade bei Stream mal drin, aber dann warst du irgendwie nicht drin und dann habe ich eigentlich reingeschrieben und was. Und dann kam aber sie haben keine Rechte, Channel-Textnachrichten zu senden. Ach so, gedacht, aber okay. Dass wir den Rechten liegt, der nicht an den Channel, du hast ja prinzipiell keine Rechte. Na toll. Ich würde mir gerade hier dein der Forest Update 015 neue Welt anschauen. Ja, dann lass ich dich mal ganz kurz das anschauen, dann, damit er sich voll in die Materie reinversetzen kann. So, und wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwie jetzt hier am Strand den Weg hinbekommen. Da weiß ich noch gar nicht genau, wie das passiert, weil der Hügel sieht ein bisschen seltsam aus, ne, wenn wir das so machen. Na, mal schauen. Oh. Und oh, was macht die denn da unten? Treueste, sie sind da ein bisschen falsch. Nee, nee, ich gehe hier hin. Okay, na dann lass ich sie mal. Dann müssen wir jetzt hier unten noch irgendwie. Dass wir, wenn wir nachher da rumbauen, dass es sich auf die Fresse legt. Das wäre ungünstig. Und ungeil, beides gleichzeitig. Ich weiß, das ist schwer vorstellbar, aber ungünstig und ungeil geht auch. Okay. Da hat's uns gesehen. Bringt dir bloß nichts mehr, aber ja. Da rennt ein Zombie mit einer Kettenhaube rum. Ich bin fast versucht, da runter zu springen, um mir die Kettenhaube zu holen, aber nur fast. So. Klack, hätten wir das auch. Und dann könnte man vielleicht hier nochmal den einen und da, hier und da. Mir ist jetzt die Frage, wie mache ich das jetzt hier? Ich könnte theoretisch das wegnehmen. Oh, da ist er wieder. Laut ist er. Dich falsch eingestellt? Du bist fast schon zu laut. Klient Newton, Klient Bann, Lautstärke... nein. Beschwerde einreichen, genau. Lautstärke anpassen. Oh, 5. So, jetzt ist es schöner. So. Hier müsste ich ja fast schon theoretisch Sand hinbauen, ne? Weil das zu... gering hier ist die Entfernung. Und ich habe übrigens Lustiges festgestellt. Wir hatten ja, ich hatte ja angekündigt im neuen Kanal-Trailer, dass ich hier das größte Minecraft-Display der Welt machen will. Und ich glaube, 2 Wochen später oder so habe ich bei einer Rundtour durchs Internet einen deutschen Netzplayer gefunden, der 1800 Folgen Minecraft-LP hatte. Der war genauso unbekannt wie ich. Und ich dachte mir dann nur so, yo, jetzt hast du was zu tun. Denn mein Kommentar steht, ich will das trotzdem schaffen. Also, wir haben jetzt gut was zu tun, würde ich sagen. Was macht denn der da? Holt er sich einen Besen aus dem Dachboden runter? Oder was hat er da gemacht? Ja. Klingt verdammt seltsam, was du da gerade getan hast, Wolke. Warum? Du hast das rumgeknatscht an dem Mikrofon, als wolltest du ekelhafte Dinge verbergen. Nee, was ich sagen wollte, ich angeschaut. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Weißt du, was mir dann noch für eine Idee kam, was wir eigentlich bei Minecraft in dem Multiplayer seit
Tag 1 eigentlich uns mal vorgenommen hatten, praktisch gegeneinander. Ne? Du meinst... Ah, mir so, wäre es denn bei FD Forest, wenn man sich auch angreifen kann, wenn wir mal das Ganze gegeneinander machen? Du meinst im Multiplayer? Genau, also wir starten beide beim Flugzeug. Jeder rennt in irgendeine Richtung und kann sich irgendwas bauen. Oh, da ist gerade dieses Bayern MB-Lied hier, okay.